Jojojo, Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Jo, lange Zeit ist nichts gekommen über Motorräder, aber auf jeden Fall wird sich das jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen ändern. Ich habe mir nämlich, wie ihr schon sehen könnt, eine Husewerk 450 FE 450 gezogen. Ja, sie ist ein bisschen verranzt. Es gibt so ein paar Punkte, wo sie einfach schon ein bisschen angeeckt ist oder was halt so einer Enduro typisch ist. Ich bin sie auch letztens mal ein bisschen selber gefahren. Deswegen sieht sie auch dementsprechend dreckig aus. Ja, ich habe auf jeden Fall auch viel vor mit der Maschine. Sie wird nicht so bleiben. Sie wird auf jeden Fall auf Sumo umgebaut werden. Und das Dekor kommt auch runter, auch wenn das Originale ganz geil ist. Und ich fühle eigentlich immer so originale Sachen, wenn es gut beieinander ist. Aber so wie zum Beispiel hier, ist zum Beispiel hier, ja, das ist gebrochen. Und den Auspuff, den werde ich zwar nicht verändern, aber hier sind halt auch diverse Schrammer. Oder hier, abgesehen von den Blinkern und so weiter. Ja, ich habe sie, wie gesagt, halt auch nicht geputzt. Sumo-Bereifung habe ich auch schon, aber die werden wahrscheinlich erst im Sommer drauf kommen. Der Robin hat sich nämlich auch eine Enduro gezogen, eine 300er, und die hat er bestellt. Und das dauert halt jetzt noch, bis sie da ist. Deswegen werde ich es jetzt erstmal auf Enduro lassen, dass ich dann mit ihm ein bisschen fahren kann. By the way, ich habe hier auch noch hinten meine WR stellen, weil da auch jemand gefragt hat, ob ich die noch habe, aber jo, die habe ich zwar noch, aber die wird dann auf jeden Fall auch verscheppert. So viele Mopeds brauche ich einfach nicht. Und ja, sonst sind halt so ein paar Extras wie die Handguards in Gelb, also ist halt gar nicht meins. Ich will alles in Schwarz haben, deswegen wird auf jeden Fall auch noch was anderes herkommen. Das Dekor komplett wird auch in einer anderen cleanen Farbe sein, in Schwarz. Die Sumo-Felgen kann ich euch ja mal in einem anderen Video zeigen. Ich nehme auch, glaube ich, mal beim nächsten Video mit. Da baue ich einfach mal das Plastik-Kit um. Man muss zum Beispiel gerade bei dieser Lichtmaske hier, muss man schauen, da muss man so ein extra Loch bohren in den Flügel rein, dass man die hinschrauben kann. Ja, kann man jetzt hier nicht erkennen. Da muss man einfach dann jetzt hier ein Loch bohren und das dann neu versetzen. Die muss ich wahrscheinlich lackieren, weil das ist jetzt weiß und da habe ich leider keine. Sonst das restliche Dekor wie hinten, die Seiten und vorne, das habe ich alles schon in Schwarz. Und ja, ich habe mir auch auf jeden Fall noch vorgenommen, weil ich jetzt gerade zur Zeit eh nicht außer Haus darf, dass ich den Krümmer auch ein bisschen poliere. Hier hat er eine kleine Ecke, aber mein Gott, das macht ja nicht sehr viel aus. Und auch so ein paar Kleinigkeiten einfach mal. Ich versuche das mal, falls da jemand einen Tipp hat, wie man sowas wieder schön bekommt, dann schreibt es mal gerne rein. Ich habe da keine Ahnung. Aber ich versuche natürlich das Beste rauszuholen. Und ja, sie ist halt einfach im Enduro-Bereich bewegt worden. Deswegen hat sie halt auch Makel. Zur Maschine selbst. Baujahr 2014. Eine FE450. Eine FE450 habe ich ja schon gesagt. Und um Betriebsstunden hat sie jetzt seit knappe 200 oben. Ich werde wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch nicht den Kolben wechseln, weil der ist noch ziemlich gut. Und solange der noch gut ist und ich fahre sowieso nicht am Limit, kann man den auf jeden Fall noch ein bisschen weiter lang fahren. Vielleicht schauen wir mal, wie viel ich dieses Jahr fahre und dann kann ich den vielleicht noch machen oder nicht. Ja, ist auf jeden Fall jetzt wieder mal ein bisschen mehr Schrauben. Gegensatz zu meiner anderen, aber ich fand die WR, die 250, können wir ja eh ganz kurz hingehen. Die fand ich eigentlich so zum Anfangen wieder ganz geil. Sorry für die Autogeräusche, aber ich wohne hier an der Straße, deswegen hört man die ein bisschen. Ja, die war jetzt für den Anfang eigentlich ganz geil. Ich glaube, ich kann sie jedem weiterempfehlen. Ist ein extrem günstiges Bike. By the way, hier tue ich immer auch trainieren. Das ist immer so meine Trainingsecke zum Krümmerpolieren. Dann schreibt mir das auch gerne mal rein, weil da gibt es, glaube ich, so eine extra Paste. Ich habe mich nur noch nicht erkundigt. Und ja, dann wird die, glaube ich, ganz geil wieder ausschauen. Im nächsten Video werde ich auf jeden Fall mal zeigen, glaube ich, wie ich das ganze Dekor drauf mache und wie sie dann aussieht mit einem anderen Dekor, was auf jeden Fall schon so viel ausmachen wird. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und ich bin eine Runde jetzt mal gefahren mit der. Und Leute, ihr glaubt es nicht, ich im dritten, vierten Gang, man zieht so ein bisschen die Kupplung.
abartig, wie die vorwärts geht. Puh, die steigt auf. Ich bin fast runtergefallen, so viel Power hat die. Das ist unvergleichbar. Unvergleichbar mit meiner alten. Und ja, deswegen freut euch auf jeden Fall auf den neuen Content. Ich bin eh nicht der beste Schrauber und ich schaue mir auch sehr viele Videos selber an im YouTube. Aber ich glaube, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen trotzdem. Deswegen, jo, schreibt mal rein, was haltet ihr von der Maschine? Findet ihr sie geil oder nicht? Habt ihr ein paar Tipps, was sie auf jeden Fall noch ändern soll am Bike? Und dann sieht man sich, glaube ich, spätestens im nächsten Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.